Hallo Freunde, Servus und Grüß euch auf meinem bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. Ich möchte heute gerne ein Video nochmal für euch machen und zwar zu den Barfußschuhen. Ich habe mir ja vor 2 Monaten oder vor 6 Wochen ungefähr meine ersten Barfußschuhe gekauft. Die habe ich euch schon vorgestellt. Und wer das Video nicht kennt, der darf das gerne da oben in meinen Infokarten nochmal anschauen. Da der Link dazu. Und auch die Links in der Videobeschreibung in diesem Video zu diesen Schuhen, falls das jemand interessiert. Die Schuhe, die trage ich seitdem täglich. Einmal die einen, einmal die anderen, die sind ein bisschen wärmer, weil, also vorausgeschickt, ich möchte euch noch sagen, die sind beide vegan. Ja, es ist mir jetzt äußerst wichtig, dass diese Schuhe vegan sind. Und es gibt so pfiffige Schuhe, vegan und bequem und gemütlich und ich finde das klasse. Mir freut das unheimlich. Ich kaufe mir keine anderen Schuhe mehr. Ja gut, und gestern war ich jetzt zum Beispiel unterwegs mit meiner Freundin am Ammersee und wir sind am Seeufer entlang gelaufen und da sind ja ganz, ganz viele Steine am Boden. Gell? Und ich bin mit den Schuhen gegangen und ich sage euch, das war super. Natürlich da ist keine direkte Sohle, also wenn da ein spitzer Stein ist, dann spüre ich das schon ganz schön, natürlich im Rest auch, die anderen Steine auch, aber nicht so, dass das irgendwie schlimm ist. Das war also wirklich klasse, muss ich sagen, und ich liebe diese beiden Schuhe, was ein bisschen ungünstig ist, dass sie einfach nicht wasserdicht sind, gell? Und wir laufen ja doch, wir haben doch ziemlich viel Feuchtigkeit bei uns. Besonders wenn ich in der Früh meine Wildkräuter sammeln gehe und die Wiesen, die sind immer so nass und dann habe ich immer nasse Füße. Gell? Und deswegen habe ich mich für Barfußschuhe interessiert, die wasserdicht sind. Und da hat die liebe Conny mir geschrieben und einen Link geschickt von wunderschönen wasserdichten veganen Barfußschuhen. Und die sind vorgestern gekommen und ich habe es jetzt noch nicht ausgepackt. Ich habe mir gedacht, das möchte ich gerne zusammen mit euch machen, weil gestern war ich ja, wie gesagt, am Ammersee. Bin mit meiner Freundin von Eidenried bis Warterweil gelaufen und wieder zurück. Und jetzt machen wir dann zusammen die Kanton auf. Aber vorher möchte ich euch noch vorlesen, was die liebe Conny geschrieben hat. Liebe Sonja, bei meiner Internetrecherche in Sachen Hallux Valgus bin ich auf folgende Seite eines deutschen Unternehmens gestoßen, das nachhaltige, lösungsmittelfreie, metallfreie, vegane und auch wasserdichte Winterbarfußschuhe innerhalb von 3 Tagen nach Bestelleingang herstellt. Handgefertigt, passgenau, mit handgenähter Kautschuksohle, mit Anti-Rutsch-Struktur und für langlebige Haltbarkeit der Sohle mit minimalem Sohlenabrieb. Zu passablen Preisen und alles made in Germany in Leipzig mit 20 Tage Rückgabegarantie trotz individueller Fertigung und kostenfreier Rücksendung. Beispiel: wasserfest. Du unterstützt ein umweltfreundliches, junges Unternehmen, das Wert auf wenig Abfall legt. Ich tue euch den Link in die Videobeschreibung zu den Barfußschuhen, zu den wasserdichten, die ich euch jetzt gleich zeige. Herzensgrüße, deine Conny. Vielen Dank, liebe Conny, und schöne Grüße an dieser Stelle. Ich habe mir dann noch was rausgeschrieben, und zwar von dieser Firma Zack zu diesen Schuhen. Produktinformationen Quest Brown Waterproof. Ein Alleskönner, nicht nur im Gebirge. Der neue ultraleichte und flexible Zack Quest Waterproof. Unser neuer veganer Outdoor-Schuh ist mit einer Membrane ausgestattet, die extrem atmungsaktiv, wind- und wasserdicht ist.
So bleibst du selbst bei widrigsten Wetterbedingungen geschützt und die Füße bleiben warm und trocken. Mit der Zack-Trail-Sohle und dem hohen Schaft sorgt der Schuh außerdem für Stabilität und Halt im Knöchelbereich, was auch ein Umknicken verhindert. Ein perfekter Begleiter für jeden Tag in den Bergen und in der Stadt. Dein neuer Zack-Quest. Aus diesen hochwertigen Materialien besteht dein neuer Zack-Quest. Obermaterial. Ihr wisst was, ich würde sagen, jetzt packen wir es erstmal aus und dann lese ich euch das vor, aus welchen Materialien der Schuh besteht. So, aber wenn er uns nicht gefällt, dann ist es auch nicht so wichtig, was das für ein Material ist, gell? So, nochmal. Ein Karton. So. Jetzt schauen wir mal. Ja, das ist was. Ich habe mir gedacht, die Schuhe sind lila, weil in der Abbildung haben die lila ausgeschaut. Und eigentlich sind die gar nicht lila, sondern braun. Aber vielleicht gefallen sie mir ja trotzdem, gell? Jetzt schauen wir uns das mal an. Aha, da ist irgendwas drin. Pappartikel. Beweglich ist er. Schön verarbeitet. Ja, schaut doch gut aus, gell? Da werde ich jetzt mal reinschlüpfen. Ich habe jetzt meine Zehenstrümpfe angezogen, meine Zehensocken, weil man ja neue Schuhe mit Socken probieren soll, gell? Falls man die zurückschickt. Fühlt sich schon mal gut an. Tolles Schuhband. Okay, man hätte sich ist auch ganz interessiert. Schöner, breiter Schuh vorne. Also ich würde sagen, der Schuh fühlt sich sehr gut an und das heißt, dass ich euch die Produktinformationen vorlese. Und das schaut auch gut aus, oder? Bin ich da gescheit im Bild? Ja. Sagst du, Herzi? Ist doch gut. Bequem. Wasserdicht. Super. Aus diesen hochwertigen Materialien besteht dein neuer Zack-Quest. Obermaterial. Extrem robustes, veganes Material. Innenfutter. Wasserdichtes, atmungsaktives und winddichtes Zack-Membran. Also wasserdicht, atmungsaktiv und winddicht. Dämpfung. 2 mm Langzeitdämpfung. Sohle. Schwarze, hochflexible, rutschhemmende, abriebfeste Kautschuksohle. Zack, Outdoor. Schaft. In Handarbeit gestrobelt und doppelt genäht. Kleber. Lösungsmittelfreie Verklebungen. Aus diesen Gründen sind deine neuen Schuhe besonders gesund und bequem. Outdoor Kautschuksohle mit Null Absatz, dadurch Entlastung der Wirbelsäule
und Schonung der Gelenke. Unterstützt die natürliche Körperhaltung. Viel Volumen im Vorderschuh, ja, das stimmt. Viel Platz für die Zehen und den Ballen. Fördert den natürlichen Bewegungsablauf beim Laufen. Ausgeglichenes Fußklima durch hochwertige Naturprodukte. Atmungsaktiv und schweißreduzierend. Extrem flexibel und anschmiegsames Meshgewebe, dadurch keine Blasen oder Wundstellen am Fuß. Getrennte Leistenform und Konstruktion für Männer- und Frauenschuhe, dadurch optimale Passform. Mit 300 Gramm unglaublich leicht bei Größe 41. Hier siehst du unsere Ideen für eine nachhaltige Produktion. Jeder Schuh ist ein Unikat. 3,9 mm Outdoor Kautschuksohle. Lösungsmittelfrei. Material vegan und wasserdicht. Schuhart Outdoor Stiefel. Ja, meine Lieben, mich freut es, dass ich jetzt endlich wasserdichte Schuhe habe. Die werde ich morgen gleich in die Wildkräuter wieder anziehen. Aber bei uns gibt es ja noch so schöne Wildkräuter. Obwohl wir heute irgendwie an 11. November haben. Also die Wiesen sind noch sattgrün und ich finde das Gras und unglaublich. Heute ist der 6. November und wir haben hier immer noch so schöne, satte, grüne Wiesen. Ich gehe jetzt einmal näher hin, damit ihr dieses wunderbare Gras sehen könnt. Schaut, sieht man diese kleinen Tröpfchen, die oben an der Spitze des Grashalms sitzen. Das ist der Morgentau. Und durch den Morgentau, den wir fast täglich haben, und natürlich den Regen vom Sommer, sind die Wiesen, die Böden noch so schön feucht, dass dieses Gras noch so toll wachsen kann. Da bin ich sehr glücklich drüber. Und ich finde auch noch immer so wunderschönen Löwenzahn, den ich mir in meinen Saft reinmachen kann. Und ich finde auch noch Brennnessel am 6. November. Brennnessel und Labkraut. Und die ziehe ich morgen gleich um. Und dann werden wir die gleich testen. Gell? Ja, gut, super, wunderbar. Jetzt seid ihr wieder informiert über meine neuesten Schuhe. Und dann war das mein Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Geht raus in die Natur, dort frische Luft schnappen. Und tief atmen, schaut mal, wie die Sonne noch so schön scheint, gell? Das Laub ist so schön bunt im Herbst, also ein schöner Herbst. Gestern war es ja auch so schön am See, also traumhaft, obwohl es da ziemlich neblig war. Aber heute ist wieder kein Nebel, gell? So ist jeden Tag anders. Und wir haben die Sonne im Herzen, wenn sie draußen nicht scheint, sowieso das Allerbeste. Gell, macht es gut, meine Lieben. Schöner Tag, für euch, servus.